Hallo und herzlich willkommen hier zum ersten Stadtlicht Online-Gottesdienst in einer ganz neuen Art und Weise. Mein Name ist Lukas und ich bin Teil von Stadtlicht und gemeinsam haben wir eine ganz verrückte Woche hinter uns. Ich weiß nicht, ob du einen News-Ticker auf deinem Handy hast und ob du die Nachrichten verfolgt hast. Du hast definitiv die Nachrichten verfolgt, aber wie intensiv. Und es hat sich diese Woche eine Nachricht nach der anderen überschlagen. Und wenn du einen News-Ticker drauf hast, dann ging es wahrscheinlich bam, 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 bam. Und es kam wirklich eine Info nach der anderen einfach über dieses Corona. Und parallel dazu, zu den ganzen Infos, haben sich auch noch die staatlichen Maßnahmen und Empfehlungen so in der Woche zugespitzt. Bis zu dem Punkt, dass wir uns am Samstag als Leitungsteam von Stadtlicht Chemnitz nochmal zusammengesetzt haben und überlegt haben, okay, was machen wir heute mit dem Gottesdienst? Wie wollen wir da darauf reagieren und was tun wir? Und wir haben uns dazu entschieden, ein neues Format vom Gottesdienst zu wählen, erstmal vorerst. Das heißt, dass wir unsere Gottesdienste online schalten wollen. Und so, dass du trotzdem die Möglichkeit hast, daran teilzunehmen und trotzdem die Möglichkeit hast, Teil davon zu sein, Gott zu begegnen. Und das, was wir heute erleben, wirst, ist ein Prototyp. Das heißt, wir bauen das noch aus, aber wir starten erstmal und geben dir die Chance, so daran teilzuhaben. Und in diesen wilden Tagen, was wirklich wilde Tage, in denen wir gerade leben, ist mein Wunsch und mein Gebet für dich jetzt ganz bewusst in dieser Zeit, dass du jetzt die Möglichkeit hast, einfach mal zur Ruhe zu kommen, runterzufahren und einfach mal durchatmen kannst. Und mein Wunsch ist, dass du jetzt in der Zeit Gott begegnest, dass er dir nahe ist und dass du wirklich seine Gegenwart spürst, auch wenn du jetzt gerade zu Hause bist, vor deinem PC sitzt und die Predigt jetzt mit anhörst. Bete ich wirklich, dass du ihm begegnest und er dir ganz nahe ist und du zur Ruhe kommen kannst.
Wir haben als Leitvers dieses Jahr als Stadtlicht Chemnitz einen ganz, ganz tollen Vers ausgesucht und der passt so gut zu dieser aktuellen Situation. Und da steht in Josua 1, Vers 9, da steht, sei stark und mutig, hab keine Angst und verzweifle nicht, denn ich, der Herr, dein Gott, bin bei dir, wohin du auch gehst. Und diese Zusage, die Gott uns hier gibt, ist echt besonders und die ist mega stark, weil egal, was gerade um uns herum passiert und wie wild die Zeit auch scheint, wir wissen, hey, Gott steht hinter uns und er schenkt uns Hoffnung, er schenkt uns Mut und er spricht uns zu, hey, sei stark und mutig, denn ich bin bei dir und ich stehe zu dir. Und das lässt uns entspannt sein und lässt uns Zuversicht haben, auch wenn gerade irgendwie alles so verrückt wirkt. Und es lässt uns Sicherheit haben, weil wir wissen, dass unsere Sicherheit nicht in dem steht, was gerade um uns herum passiert, sondern dass unsere Sicherheit in Jesus liegt, der alles für uns gegeben hat und alles für uns gemacht hat. Und wir im Stadtlicht, wir erleben immer wieder, dass Gott nicht fern ist, sondern dass er uns voll nah ist und dass er da ist. Und wir erleben übelst viele Dinge mit Gott. Und deswegen haben wir im Stadtlicht Gottesdienst, wenn du schon mal bei uns da warst, und vielleicht hast du das schon gehört, dass wir immer wieder Erlebnisse mit Gott teilen, dass wir das, was wir mit Gott erlebt haben, teilen und dass Leute die Möglichkeit haben, davon zu erzählen. Und heute möchten wir dir das teilen oder mit dir teilen, was Amartina mit Gott erlebt hat und was ihre Story mit ihm ist. Und das werdet ihr jetzt gleich hören. Ich bin Martina und das ist meine Geschichte. Depressionen und Ängste kenne ich eigentlich schon ewig. Insbesondere Ängste, damit hatte ich schon seit meiner Kindheit zu kämpfen. Ich war ein extremst ängstliches Kind und das wurde in den letzten 8 Jahren immer schlimmer, immer mehr. Das ging so weit, dass ich mich einfach nicht mehr wirklich gut und als Mama wirklich um meine Kinder kümmern konnte. Ich war manchmal nicht in der Lage, aus dem Haus zu gehen. Da war schon ein Einkauf eigentlich wie ein Marathon. Vor einem Jahr ungefähr war ich hier zum ersten Mal in der Gemeinde und habe dort eine Frau kennengelernt, die mittlerweile eine wirklich gute Freundin ist, die mich immer wieder eingeladen hat und wo ich auch gemerkt habe einfach, dass das echt ist, was dahinter steht. Dass das nicht nur so gesagt ist, sondern dass alles, was sie miteinander tun, was sie miteinander teilen und wie sie sich helfen, dass das so gemeint ist, dass es nicht einfach nur im Gottesdienst gesagt wird, sondern dass sie das auch leben. Und die Liebe, die mir da entgegenkam und die untereinander geherrscht hat, das hat mich einfach unglaublich beeindruckt und auch verändert. Mittlerweile ist es so, dass ich eine Vollzeitausbildung machen kann. Ich habe meinen alten Beruf aufgegeben und kann mich wirklich jeden Tag daran freuen, dass ich jetzt die Möglichkeit habe, diesen neuen Beruf zu lernen. Dazu kommt, dass ich das erste Mal meine Kinder wirklich sehe und wahrnehme, so wie sie sind und wie sie das vielleicht auch brauchen, mal besser, mal schlechter, aber dass ich einfach wirklich wieder Liebe empfinden kann und nicht nur in dieser Angst drin bin. Die schlechten Tage sind jetzt mittlerweile eigentlich so, wie vielleicht vorher die besten Tage waren. Und das ist ein riesengroßes Geschenk. Das Größte an der ganzen Sache, dass die Angst tatsächlich genommen wurde, ist einfach, dass ich wieder mein Leben habe oder überhaupt ein Leben habe. Ich hatte das so in der Form wirklich noch nie. Ich habe noch nie sagen können, dass ich komplett angstfrei bin, weder als Kind noch als Erwachsener. Es ist schon so, dass dadurch, dass die Angst weg ist, einfach Gott die Herrschaft übernommen hat und dass diese Angst durch ein Vertrauen ersetzt wurde. Das ist einfach nur noch ein Leben ist. Ein Leben, was ich halt als lebenswert empfinde und auch als frei und einfach kein Vergleich mehr zu dem, wie das vorher war. Echt cool zu hören, welche Geschichte Gott mit Martina geschrieben hat und wie sie ihm begegnet ist. Das ist schon wirklich cool. Und mich hat es wirklich begeistert, das von ihr zu hören. Und ich hoffe, dich hat es auch begeistert. Und wir werden jetzt noch mehr von Gott hören und noch mehr von ihm und von seiner Macht hören. Und wir befinden uns gerade eben stattlich in einer Predigtserie, die heißt Schwache Helden. Denn Gott hat immer wieder in der Geschichte mit Leuten zusammengearbeitet, die Helden waren, aber irgendwie auch ganz menschlich und auch schwach und Fehler hatten. Und
diese schwachen Helden haben wir genannt. Schauen, wir haben uns verschiedene Helden angeschaut und geguckt, okay, was haben sie mit Gott erlebt und wo, an welcher Stelle sind sie vielleicht auch fehlbar und was können wir daraus lernen. Und heute schauen wir uns einen Helden an, der richtig viel Zeit mit Jesus verbracht hat und auch so ein Hoffnungsträger war und so ein Hoffnungsträger-Überflieger, der aber irgendwie in eine ziemlich krasse Krise gekommen ist. Und wie er damit umgegangen ist und was wir daraus lernen können, das hören wir jetzt gleich in der Predigt. Und ich freue mich voll darauf zu hören, was unser Pastor Tristan erzählen wird. Und es wird mega gut und sei gespannt. So, bevor wir anfangen, will ich euch einfach ermutigen, mitzuschreiben, weil ich wünsche mir, dass du am meisten aus der Predigt bekommst, was du bekommen kannst, was wir einfach als Stadtlich Chemnitz gemeinsam lernen, was es heißt, Jesus leidenschaftlich nachzufolgen. Ich bin seit Freitag Deutscher, ich bin jetzt offizieller Deutscher, also das heißt doppelte Staatsbürgerschaft, Engländer und Deutsche in einem. Geil, ne? Und wenn ich einfach zurückblicke, sehe ich in den letzten 6 Jahren, als ich in Deutschland, also seitdem ich in Deutschland bin, und in den letzten 20 Jahren, seitdem ich Christ bin, seitdem ich angefangen habe, Jesus nachzufolgen, sehe ich einfach, wie Jesus mich geformt hat, wie er teilweise mich geformt hat, wie ich teilweise völlig verändert bin und wie ich teilweise noch nicht da bin, wo ich eigentlich sein will. Und ich glaube, manchmal, wenn ich mich als Erwachsener anschaue, manchmal sehe ich, wie reif ich bin und wie manchmal ich eigentlich irgendwie trotzdem unreif bin. Und manchmal finde ich krass, wie wir als Menschen uns trotzdem so unreif verhalten können. Also ich merke es bei mir definitiv und ich merke es definitiv bei euch. Nee, das war nur ein Scherz. Aber es gibt Momente, wo ich mich erwische und ich denke, hey Tristan, warum bist du genauso, also gefühlt, warum bist du genauso, wie du warst vor 5 Jahren, vor 10 Jahren. Wieso bist du nicht reifer als vor ein paar Jahren? Und trotzdem glaube ich, dass Jesus mich und uns geformt hat, formen will und formen wird. Im letzten Gottesdienst, wie Lukas schon gesagt hat, haben wir verschiedene Helden aus der Bibel angeschaut. Wir haben Mose und Jakob und David und Elia und alle diese Helden, die wir als Helden anschauen und betrachten, haben mega krasse Sachen mit Gott erlebt, also mega krasse Sachen. Und trotzdem sind sie nicht immer und manchmal überhaupt nicht besonders heldisch oder heldenhaft gewesen. Trotzdem sind sie gescheitert, trotzdem haben sie gezweifelt, trotzdem haben sie Angst gehabt, trotzdem haben sie nicht Sachen gemacht, die wir für heldenhaftig halten würden. Und trotzdem sind sie für uns Helden. Und heute, wie Lukas schon gesagt hat, werden wir die Geschichte von Petrus anschauen. Und was ich in seiner Geschichte liebe, ist eigentlich, wie schlecht er ist. Also wie schlecht er ist. Nicht, weil ich sagen kann, ich bin dann besser als er, nicht um diesen Zweck, sondern weil ich mich persönlich in seiner Geschichte immer wieder finde und ich mich immer wieder in seiner Geschichte identifizieren kann. Und wenn ich ehrlich bin, glaube ich, dass jeder von uns sich in seine Geschichte wiederfinden kann. Jeder von uns kann sich in seine Geschichte oder mit ihm identifizieren. Und der Punkt, den ich heute mit uns erreichen möchte, ist in Bezug auf seinen Charakter. Was heißt es, mit meinem Charakter Jesus nachzufolgen? Was heißt es, mit meinem Charakter Jesus nachzufolgen? Weil ich sehe es in Petrus' Geschichte, da wurde teilweise völlig und komplett von Jesus verändert. Also völlig und komplett, also teilweise, weil er völlig und komplett verändert von Jesus. Und teilweise war er überhaupt nicht verändert. Teilweise sehen wir, wie Jesus ihn noch zu einem Punkt bringen musste, wo er nochmal vorwärts gehen musste, wo er nochmal Veränderung brauchte. Und deswegen die Frage für dich am Anfang, wo bist du geformt? Wo bist du geformt und wo noch nicht? Wo stehst du momentan auf dieser Reise? Also wo findest du dich in Petrus Geschichte wieder? Vielleicht in seiner Geschichte, vielleicht in seinem Wesen, vielleicht in seiner Persönlichkeit, vielleicht auch in seinem Handeln. Weil Petrus ist oft einfach nicht der Held, den wir eigentlich haben, also wo er gern hätten. Der ist trotzdem fehlerhaft, der ist trotzdem unreif, der ist trotzdem mega impulsiv. Und trotzdem wird er von Jesus benutzt. Und das gibt mir eine übelste Hoffnung. Deswegen, lass uns anfangen, diese Geschichte von Petrus anzuschauen. Ein bisschen Hintergrund zu der Geschichte. Petrus war Fischer und er war auch Jude. Okay? Und weil er Jude war und weil er auch Fischer war, heißt es automatisch, dass er nicht zu den Besten von den Besten gehört hat. Weil damals war es so, dass die Kinder, als sie jung waren, mussten die ersten 5 Bücher aus der Bibel auswendig lernen. Das heißt, die ersten 5 Bücher müssen sie auswendig lernen. Und wenn sie es geschafft haben, dann dürfen sie quasi weitermachen. Und das Ziel war letztendlich, vielleicht mit 14, 16, ich weiß nicht genau, aber dass sie quasi das komplette Alte Testament auswendig gelernt haben.
komplett auswendig. Und wiederum heißt es, wenn du es nicht geschafft hast, vielleicht bei der ersten 5 Bücher oder vielleicht irgendwo auf diesem Weg, in diesem Prozess, wenn du nicht geschafft hast, alle Bücher auswendig zu lernen, dann hast du angefangen, den Beruf deines Vaters, deiner Familie dann zu machen. Das heißt für uns dann, weil Petrus Fischer war und weil er Jude war, heißt es, dass er diesen Prozess nicht geschafft hat, dass er irgendwo gescheitert ist und deswegen hat er angefangen, den Familienberuf einfach weiterzumachen, nämlich als Fischer. Das heißt, er hat nicht zu den Besten von den Besten gehört. Und Jesus kommt trotzdem zu ihm in diesem Moment, wo er fischt und sagt, folge mir nach. Und wir werden später zurückkommen zu dieser Anfangsgeschichte, aber wir werden einfach einsteigen in der Geschichte von Petrus heute, wo Petrus eine Weile mit Jesus unterwegs ist, wo Petrus Heilung erlebt hat. Zum Beispiel Jesus hat seine Schwiegermama geheilt. Petrus hat auch erlebt, wie Jesus 5.000 und 4.000 Menschen gespeist hat, wo Jesus auch auf dem Wasser mit Petrus zusammengelaufen ist. Von daher, wenn du eine Bibel mit hast, kannst du gerne mit mir auf Markus 8, 27 bis 33 aufschlagen und wir werden es zusammen lesen. Es steht da, Jesus ging mit seinen Jüngern weiter in die Dörfer bei Caesarea Philippi. Unterwegs fragte er sie, für wen halten mich die Leute? Manche halten dich für Johannes den Täufer, erwiderten sie. Manche für Elia und manche für einen der anderen Propheten. Und ihr, fragte er, für wen haltet ihr mich? Petrus antwortete, du bist der Messias. Daraufhin schärfte Jesus ihnen ein, niemand etwas davon zu sagen. Jesus sprach mit seinen Jüngern zum ersten Mal darüber, dass der Menschensohn vieles erleiden müsse und von den Ältesten, den führenden Priestern und den Schriftgelehrten verworfen werde. Er werde getötet werden und 3 Tage danach auferstehen. Klar und offen redete er darüber. Da nahm Petrus ihn beiseite und versuchte mit aller Macht, ihn davon abzubringen. Aber Jesus wandte sich um, sah seine Jünger an und wies ihn scharf zurecht. Geh weg von mir, Satan! Denn was du denkst, kommt nicht von Gott, sondern ist menschlich. Also Petrus folgt Jesus eine Weile nach und kommt zu einem Punkt. Und Jesus stellt ihm einfach eine Frage. Wer bin ich eigentlich? Also was glaubst du? Was glaubst du, wer ich bin? Und im Endeffekt fragt Jesus seine Jünger, habt ihr es gecheckt, wer ich eigentlich bin? Habt ihr es gecheckt, habt ihr es kapiert? Und Petrus, was ich liebe, ist, Petrus ist der Erste, der wirklich checkt, der wirklich ausdrückt. Der erkennt Jesus und sagt, Jesus, du bist der Messias, du bist der Sohn Gottes, ich hab's gecheckt. Und ich liebe es, diesen Moment, weil es einfach so ein Yes-Moment ist. Petrus, du hast es kapiert, du hast es gecheckt, du weißt, wer Jesus ist, der ist der Messias. Hammer! Oder auf gutem Deutsch, es fällt ihm wie Schuppen vor den Augen, weil es einfach bei ihm irgendwie Klick gemacht hat. Er hat es kapiert, er hat gecheckt, wer Jesus ist. Und bei mir, manchmal habe ich auch solche Momente, wo ich einfach checke, wer Jesus eigentlich ist. Ich kapiere es, ich weiß, ich erkenne ihn. Und was ich auch in diesem Moment liebe, ist, dass Petrus das checkt auf der einen Seite und dann ein paar Versen später zeigt er uns, wie wenig er eigentlich verstanden hat. Aber Jesus' Antwort auf Petrus ist irgendwie hart, es klingt übers Herz, geh weg von mir, Satan. Also was für eine Veränderung in ein paar Versen. Es geht von, du bist der Messias, ich hab's kapiert, zu, geh weg von mir, Satan. Von einem Moment bis zum nächsten. Und ich glaube, was wir hier einfach sehen können, ist, wie blind Petrus eigentlich ist. Wie blind er ist. Auf der einen Seite, der sieht Jesus, der checkt, wer er ist, der sieht ihn einfach. Und auf der anderen Seite, der sieht ihn nicht, der checkt es nicht, der kapiert es nicht. Und ich glaube, der Hintergrund für diese Vorstellung oder Verständnis ist, dass Petrus dachte, dass Jesus jemand anders wäre. Petrus dachte, wie die anderen Juden damals, dass Jesus quasi ein neuer König wäre. Dass Jesus kommen würde, um als neuer König über Israel, über die Juden zu regieren. Und deswegen würde er einfach kommen und würde zu dem damaligen Zeitpunkt die Römer einfach rausschmeißen. Und dann würde er quasi herrschen. Und Jesus sagt, ich werde sterben. Und Petrus macht eigentlich nichts Falsches in seinen Augen in diesem Moment, weil er geht davon aus, dass Jesus nicht weiß, was seine Aufgabe eigentlich ist. Und zum Glück ist Petrus da, ne? Zum Glück ist Petrus da, weil Petrus geht zu Jesus und sagt, hey, ich helfe dir, deine Aufgabe richtig zu verstehen. Zum Glück ist er da. Aber der Punkt hier ist dies, Petrus' Aussage sei einfach ein Stück von seinem Charakter, weil der ist blind. Er sieht Jesus nur durch seine eigenen Augen, durch seine eigene Vorstellung, von wem, wer er denkt, Jesus sein soll.
Petrus sieht nicht, warum Jesus gekommen ist, um für uns zu leiden, um für uns zu sterben, um für uns wieder aufzustehen, zu auferstehen, damit du und ich eine wiederhergestellte Beziehung zu dem Vater des Universums, zu Gott haben können. Petrus sieht es nicht, checkt es nicht. Und Petrus schlägt Jesus vor, nicht ans Kreuz zu gehen, sondern irgendwie seine Aufgabe, seine Vorstellung aufzugeben. Petrus sieht nicht das Warum dahinter. Er versucht Jesus in diesem Moment. Aber ohne diesen Tod wäre es nicht möglich gewesen, dass du und ich diese Beziehung haben können, dass wir mit Gott in Beziehung leben. Weil Petrus sieht Jesus nur durch seine eigenen Augen. Das heißt, seine Blindheit führt ihn dazu, dass er Gott nicht richtig sieht. Er versucht, Jesus in seine eigenen Vorstellungen irgendwie reinzupressen. Aber Jesus passt da nicht rein. Und deswegen die Frage für dich, wo findest du dich wieder bei diesem Punkt? Woher hast du dein Gottesbild? Vielleicht hast du auch Vorstellungen von Gott und du versuchst irgendwie Gott in dein eigenes Gottesbild irgendwie reinzupressen. Und ich glaube manchmal, dass unser Gottesbild darauf aufbaut, was ich gerne hätte, wie Gott eigentlich ist. Und alles, was mir irgendwie unangenehm oder unerwartet oder kontrovers ist, das nehme ich raus und sage, das passt nicht zu meinem Gottesbild, von daher nehme ich das raus und baue irgendwie mein eigenes Gottesbild auf, sodass es mich nicht irgendwie aufstößt oder herausfordert oder wehtun kann. Und ich glaube, wir sind irgendwie dann naiv, wenn wir denken, dass Gott, der Schöpfer von diesem ganzen Universum, von mir und von dir und von Pflanzen und Bäumen und was auch immer, diesen Gott, der alles geschaffen hat, der heilig ist, der Liebe ist, der allwissend ist, so ein Gott, wir sind mega naiv, wenn wir denken, dass so ein Gott meinem eigenen Denken und Empfinden widersprechen würde. Wir sind echt naiv, wenn wir das so denken. Oder dass er irgendwie kontrovers sein könnte für meine Vorstellungen oder herausfordernd sein könnte für mein eigenes Weltbild, was ich aufgebaut habe. Deswegen, wo kommt dein Gottesbild her? Auf dem, was du sagst, was du glaubst, wie Gott sein soll, oder auf dem, was Gott eigentlich sagt, wer er ist in der Bibel? Wo schreibst du Gott vor, wie er sein darf? Und ich wünsche mir, ich stelle Kenntnis, dass wir einfach so ein gesundes Bild von Gott haben, wo Gott uns wirklich herausfordern darf, dass wir es irgendwie zulassen, dass Gott unsere eigene Vorstellung von ihm, wie er sein soll, dass er das einfach durchsprechen darf und komplett zur Seite schmeißen darf. Also Petrus' Blindheit führt ihn dazu, dass er einfach Gottes Plan für ihn nicht sieht. Das heißt, auf der einen Seite ist Petrus blind. Das ist eine Charaktereigenschaft von Petrus. Wir werden auch drei andere anschauen, also insgesamt vier. Das zweite ist, dass Petrus wetteifernd ist. Das heißt, er liebt Wettbewerber. Und es ist mir noch nie irgendwie aufgefallen, wie sehr Petrus sich an andere messt. Das heißt, Petrus will immer der Erste sein. Ich finde es spannend in Johannes' Evangelium. Johannes ist auch ein Jünger. Und man sieht zum Schluss oder am Ende von diesem Evangelium, wie Johannes auch Wettbewerber liebt und liebt es auch, der Erste zu sein. Und es gibt eine Geschichte, wo das Grab leer ist und Maria Magdalena kommt zu den Jüngern, hat gerade das leere Grab entdeckt und sagt, das Grab ist leer. Und Johannes und Petrus rennen dann beide zu diesem Grab. Und Johannes beschreibt es so, dass beide dahin gerannt sind und Johannes war der Erste. Johannes hat quasi gewonnen. Und dann kommt Petrus und weil er auch der Erste sein will, überholt er Johannes und geht als Erstes in dieses Grab rein. Und dann Johannes beschreibt es auch so, dass Johannes dann Petrus überholt und ist der Erste, der glaubt, der Erste, der wirklich glaubt. Genau. Und ich glaube, dieser Wetteifer, was Petrus hat, zeigt sich auch in zwei anderen Geschichten. Also kurz später danach sind die Jünger fischen in einem Boot und als sie erkennen, dass Jesus am Land ist, springt Petrus sofort aus dem Boot raus und schwimmt zum Land, schwimmt zu Jesus, weil er will der Erste sein, der Jesus quasi trifft. Und dann kommt Jesus zu Petrus und sagt eine Weile später, dass er einen übelst krassen Tod haben wird, dass er übelst krass für Jesus sterben wird. Und Petrus' Antwort darauf ist nicht: Krass, Jesus, kannst du mir einfach ein bisschen mehr davon berichten, dass ich weiß, wann und wie genau es passieren wird, sondern seine Antwort darauf ist, sich umzudrehen, auf Johannes zu schauen und zu sagen, was passiert aber mit ihm? Was passiert aber mit ihm? Und ich kann mich bei diesem Punkt hier super gut wiederfinden, weil ich bin auch mega wetteifend. Ich will immer also das Erste sein. Ich liebe es, Sachen zu gewinnen. Ich liebe es, wenn wir zum Beispiel Squash spielen und ich zocke Leute aus der Gemeinde ab. Mega gut. Aber ich finde, das Problem bei Wettbewerben ist nicht,
dass Petrus wetteifernd ist. Ich finde es okay, wetteifernd zu sein. Sondern der Punkt ist, dass dadurch wird Petrus Blick, sein Fokus von Jesus abgelenkt und wird auf jemand anderes fokussiert. Sein Fokus bleibt auf andere und seine Stellung in Bezug zu anderen und nicht auf Jesus. Und das sehen wir einfach zwischen Petrus und Johannes. Und Jesus' Antwort darauf ist, Petrus immer wieder auf Jesus neu auszurichten. Und deswegen die Frage für dich, wo ist dein Blick momentan? Wo ist dein Blick momentan? Bleibt dein Blick auf Jesus ausgerichtet oder bist du momentan abgelenkt? Weil es kann sein, wenn du wetteifernd bist wie Petrus, dann versuchst du irgendwie deinen Wert von anderen zu holen, indem du dich mit denen vergleichst. Dass du sagst, entweder bin ich höher, bin ich besser, habe ich gewonnen gegen sie, oder ich bin schlechter, ich bin niedriger und ich habe quasi gegen sie verloren. Dass wir anfangen, uns an andere zu messen. Und ich glaube, wenn wir das machen, dann fokussieren wir uns auf andere und nicht auf den eigentlichen Sieg, was Jesus für uns am Kreuz geschafft hat. Also bist du auf Jesus ausgerichtet oder bist du irgendwie abgelenkt? Und der dritte Punkt von Petrus ist, dass er mega impulsiv ist. Ich weiß nicht, ob du auch Menschen kennst. Also ich glaube, jeder von uns kennt solche Menschen, die von Sachen überschnell begeistert sind. Und aus dieser Begeisterung heraus treffen sie dann eine überschnelle Entscheidung, wo du einfach weißt, sie werden es einfach nicht einhalten können. Und Petrus ist auch mega impulsiv. Jesus sagt zu seinen Jüngern in Markus 14, ihr werdet mich alle verlassen. Also heute werdet ihr mich alle verlassen. Und Petrus ist der Erste, der sagt, Jesus, vielleicht werden alle andere dich verlassen, aber ich werde dich nie verlassen. Ich werde dich nie verlassen. Weißt du was? Ich bin bereit für dich zu sterben. Ja, genau. Ich werde für dich sogar sterben. Und wenn du die Geschichte weiterliest, dann siehst du, wie Petrus an diesem Tag Jesus nochmal dreimal verleugnet. Petrus verleugnet Jesus dreimal. Bis zu dem Punkt, dass er sagt, dass er Jesus überhaupt nicht kennt. Ich kenne Jesus überhaupt nicht. Weil er genau vor dem Angst hat, was er hier so übermütig verspricht, da genau diesen Angst vor dem Tod. Und vorher hat er eigentlich gesagt, ich bin bereit für dich zu sterben. Wir sehen einfach, wie impulsiv Petrus ist. Und ich finde mich auch hier wieder in dieser Geschichte. Ich weiß nicht, ob du es kennst, am Anfang des Jahres geht jeder ins Fitnessstudio und sagt, ich werde jeden Tag ins Fitnessstudio gehen und dann am Ende des Jahres werde ich übelst cool aussehen. Und genau das mache ich auch. Also ich halte mein Versprechen an für den ersten Tag. Und dann am zweiten Tag sage ich, okay, ich brauche jetzt mal eine Pause, weil man darf nicht zu viel auf einmal machen nach dem dritten Tag. Tut dann alles weh. Und irgendwann gehst du einmal im Monat oder einmal im Jahr ins Fitnessstudio. Aber aus dieser Begeisterung heraus treffe ich dann eine Entscheidung, die ich einfach weiß, ich kann es nicht einhalten und ich werde es auch nicht einhalten können. Entweder weil ich es nicht schaffe, aus zeitlichen Gründen oder irgendwelchen anderen Gründen, oder weil ich aus Emotionen heraus diese Entscheidung getroffen habe. Und dann, wenn ich schlechte Laune habe und es mir nicht so gut geht, dann halte ich diese Versprechen, diese Entscheidung einfach nicht mehr ein. Und damit sage ich eigentlich, dass mein Zustand über mich Herr ist. Mein Zustand bestimmt mein Handeln und nicht Gott. Das heißt, meine Emotionen, mein Empfinden, wie ich mich gerade so fühle, das bestimmt mein Handeln und nicht Gott. Gott bestimmt nicht mehr mein Handeln. Deswegen, wo findest du dich wieder? Vielleicht in Bezug auf Gott, vielleicht sagst du ihm oder hast du ihm irgendwann mal gesagt, ich lebe nur für dich, ich werde dir mit allen Sachen vertrauen, ich würde nur mich auf dich verlassen. Und im nächsten Moment gehst du irgendwie schlecht und du gibst Sachen auf. Oder du sagst, ich lese jeden Tag Bibel und zwei Tage schaffst du das nicht mehr. Und du sagst, ich würde jede Woche im Lichtpunkt gehen und dann bleibst du einfach zu Hause und machst es nicht, weil es dir nicht gut geht oder du hast keine Lust drauf. Und deswegen die Fragen sind, wer und was bestimmt dein Handeln? Und der vierte Punkt, Petrus will von jedem geliebt sein, beziehungsweise, dass er irgendwie Menschenfurcht hat. Ich war, als ich Kind war, war ich in einer Schule, wo wir eine Schuluniform tragen mussten, so eine graue Anzug, relativ süß als Elfjährige. Und es heißt, einmal im Semester ungefähr hatten wir so einen Mufti Day. Und das heißt, du dürftest in die Schule gehen mit deinen eigenen Klamotten an und du musst quasi so ein Pfund mitbringen, damit quasi die Schule ein bisschen Geld schaffen konnte für eine Wohltätigkeit. Und ich bin mit 11 in die Schule gekommen mit so einer Jogginghose und so einem Sporttop an und ich habe mich irgendwie cool gefühlt. Und ich bin in meine Klasse gegangen mit 11 Jahren und jemand kam aus dem Nichts zu mir und hat einfach gesagt, Tony,
Und ich hab mich gefragt, was ist ein Townie? Es klingt irgendwie schlecht, aber ich weiß nicht, was es ist. Und irgendwann habe ich festgestellt, es gab bei uns Townies und Skaters. Okay, Townies waren Menschen, die einfach sportliche Klamotten anhatten. Und Skaters waren die coole, also die eher etwas coolere Menschen, die so lässige Hosen anhatten und ja, skaten konnten. Damals konnte ich nicht skaten. Und darauf hinaus, weil es mich einfach getriggert hat, bin ich dann mit meiner Mama, sind wir in so einen Skaterladen gegangen. Ich habe dann mir ein paar lässige Hose und ein paar coolere Klamotten zugelegt, einfach weil ich cool sein wollte. Also irgendwie habe ich mich dann verstellt in diesem Moment, weil eigentlich mochte ich diese Klamotten, die ich damals anhatte. Ich habe mich irgendwie verstellt. Und Petrus ist genauso, bei dieser Geschichte, wo er Jesus dreimal verleugnet, der hatte übelste Angst, irgendwie ausgestoßen zu sein oder rausgeschmissen zu sein oder sogar getötet zu sein. Der will irgendwie Teil davon sein. Deswegen versucht er sich zu verstellen. Der versucht er sich auf die Seite von den anderen zu stellen, zu sagen, ich kenne Jesus überhaupt nicht. Er verstellt sich in diesem Moment. Und kennst du das auch? Vielleicht, wo du dich anders verhältst, wenn du bei unterschiedlichen Menschen bist, dass du dich unterschiedlich gibst und anverhältst. Als gäbe es verschiedene Persönlichkeiten von dir, die irgendwie rauskommen, wenn du in verschiedenen Situationen bist, um den Menschen irgendwie zu gefallen und irgendwie nicht anzuecken. Also wo bist du nicht authentisch? Wo hast du Menschenfurcht, wo du dich verstellen musst? Und warum ist das so? Also diese vier Eigenschaften von Petrus, dass er irgendwie blind ist, dass er wetteifernd ist, dass er impulsiv ist und dass er diese Menschenfurcht hat, dass er von anderen geliebt werden will. Und was ich liebe ist, was ich schon gesagt habe, ich liebe Petrus und ich liebe seine Fehler. Und was ich auch liebe, ist Jesus und seine Reaktion auf diese Situationen. Aber ich glaube, der Punkt ist, den ich heute möchte, den wir einfach verstehen und lernen, ist, Petrus lernt immer mehr, was es heißt, mit seinem Charakter Jesus nachzufolgen. Also wie Petrus ist, der lernt einfach, was es heißt, mit seinem Charakter, wie er ist, Jesus nachzufolgen. Weil ich mir wünsche, also der Punkt ist, ich wünsche mir, dass wir lernen, mit unseren Charakteren Jesus nachzufolgen. Und wie? Wie machen wir das denn? Und ich glaube, es fängt klein an. Weil alles, was Petrus tut, ist simpel. Lass uns Lukas 5 aufschlagen, 4 bis 11. Und da ist einfach diese Anfangsgeschichte von Petrus, wo Jesus im Boot von Petrus ist und er redet mit Petrus. Als er aufgehört hatte zu reden, also Jesus, wandte er sich zu Simon, also Petrus, und sagte, fahr jetzt weiter hinaus auf den See. Werft dort eure Netze zum Fang aus. Simon, Petrus, antwortete, Meister, wir haben uns die ganze Nacht abgemüht und haben nichts gefangen. Aber weil du es sagst, will ich die Netze rauswerfen. Das taten sie dann auch und sie fingen eine solche Menge Fische, dass ihre Netze zu reißen begannen. Deshalb winkten sie den Fischen im anderen Boot, sie sollten kommen und mit anpacken. Zusammen füllten sie die beiden Boote, bis diese schließlich so voll waren, dass sie zu sinken drohten. Als Simon Petrus das sah, warf er sich vor Jesus auf die Knie und sagte, Herr, geh fort von mir, ich bin ein sündiger Mensch, denn ihm und allen, die bei ihm im Boot waren, war der Schreck in die Glieder gefahren, weil sie solch einen Fang gemacht hatten. Und genauso ging es Jakobus und Johannes, den Söhnen des Zebedäus, die zusammen mit Simon Fischfang betrieben. Doch Jesus sagte zu Simon, du brauchst dich nicht zu fürchten, von jetzt an wirst du ein Menschenfischer sein. Da zogen sie die Boote an Land, ließen alles zurück und schlossen sich ihm an. Also diese Anfangsgeschichte zeigt uns einfach, wie bereit Petrus war, Jesus nachzufolgen. Zeigt einfach seine Bereitschaft. Und obwohl es eigentlich bescheuert war, tagsüber zu fischen und mitten in diesem See, Mitte vom See zu fischen, sagt Petrus zu Jesus, weil du es gesagt hast, werde ich das machen. Weil du es gesagt hast, welches machen. Der ist bereit, irgendwie Jesus von Anfang an zu vertrauen. Und dann fangen sie unglaublich viele Fische. Also Petrus zeigt seine Bereitschaft, Jesus zu vertrauen. Und gleichzeitig erkennt er in diesem Moment, wie fehlerhaft er eigentlich ist. Wie fehlerhaft er eigentlich ist. Und seine Reaktion ist, sich hinzuknien, weil er weiß und er merkt, wie schlecht er eigentlich ist. In diesem Moment kniet er sich vor Jesus hin und sagt, Jesus, ich bin Sünder, ich bin nicht würdig. In anderen Worten, Jesus, wenn du wüsstest, wer ich bin, was für ein Mensch ich bin, wenn du wüsstest, wer ich bin, würdest du mich nicht annehmen. Jesus, du kannst mich nicht eigentlich kennen. Du kannst mich eigentlich nicht kennen. Ich bin blind, ich bin wetteifernd, ich bin impulsiv, ich will von jedem geliebt sein und ich verstelle mich deswegen. Jesus, du kannst mich nicht annehmen. Ich bin Sünder.
Aber ich glaube in diesem Moment, Jesus weiß schon das. Jesus weiß alles schon, wer Petrus ist, wie er so ist. Und das gibt mir eine übelste Hoffnung. Warum? Weil Jesus nicht kommt, um sich das Beste, das Schönste, das Intelligenteste rauszusuchen, sondern er nimmt uns genauso, wie wir sind, völlig fehlerhaft, dreckig, impulsiv, wetteifend, blind und macht etwas mega Schönes daraus. Und wenn du weiterliest in der Geschichte von Petrus, siehst du Petrus, wie er trotzdem Petrus ist, wie er trotzdem dieser alte Petrus ist und bleibt, aber du siehst, wie Jesus ihn geformt hat. Du siehst, wie Jesus ihn geformt hat. Der ist trotzdem blind, der checkt und kapiert nicht alles, aber der gibt es Jesus ab. Er liebt trotzdem Wettbewerber. Du siehst aber, wie Petrus seinen Blick nicht mehr auf anderen ausrichtet, sondern auf Jesus ausrichtet und weniger auf andere. Wie er für Jesus wetteifert und alles für ihn gibt und nicht nur für sich selbst. Und er bleibt trotzdem impulsiv. Es gibt eine Geschichte in der Apostelgeschichte, wo Petrus auf einen Gelähmten geht und für ihn betet aus dieser Impulsivität heraus, weil er einfach impulsiv ist und er glaubt, dass Jesus ihn heilen kann. Und er wird von jedem geliebt sein. Ich glaube, Petrus war ein Menschenmensch, das heißt, er mag Menschen. Und ich glaube, seine Fähigkeiten, die er in dieser Zeit gelernt hat, anderen von Dingen zu überzeugen, nutzt er dann für Jesus. Der nutzt diese Gabe, um Jesus zu verkündigen. Das heißt, Petrus bleibt trotzdem derselbe Petrus, bleibt trotzdem dieser Petrus mit diesen Eigenschaften und trotzdem nutzt er diese Gaben, diese Charaktereigenschaften für Jesus. Der wird von Jesus geformt. Aber es ist nicht so, dass Petrus von jetzt auf morgen komplett mit seinen Aktionen, mit seinem Handeln anders ist, sondern dass Petrus immer mehr lernt, was es heißt, mit seinem Charakter, wie er ist, Jesus nachzufolgen. Und alles, was Petrus tut, ist simpel. Er kniet sich vor Jesus hin. Er kniet sich vor Jesus hin und er steht immer wieder auf. Er kniet sich vor Jesus hin und steht immer wieder auf. Und ich glaube, Gott will das gleiche mit uns machen. Der will uns formen, der will uns prägen, der will uns verändern. Der will unsere Charaktereigenschaften, die er uns gegeben hat, die wir auch haben, für ihn nutzen. Das heißt, was ist unsere Reaktion darauf? Und ich glaube, es gibt einfach zwei Dinge. Das erste ist, genauso wie bei Petrus, uns vor Jesus hinknien und immer wieder aufstehen. Das heißt, uns für Jesus hinknien, auf die Knie fallen, heißt einfach zu Gott kommen, dass wir es irgendwie zulassen, dass er uns formen darf, dass er uns prägen darf, dass er unsere Vorstellung von ihm durchschmettern darf und zerreißen darf und transformieren darf, dass unsere Perspektive einfach zu seiner Perspektive werden, zu unseren Eigenschaften von ihm benutzt werden. Er formt uns. Und meine Vorstellungen werden auch zu seinen Vorstellungen. Mein Charakter wird zu seinem. Und das zweite Weg ist, dass wir immer wieder aufstehen. Aus dieser Nähe zu Gott, wo wir uns vor Jesus hinknien, aus dieser Nähe zu Gott, der meine Schwächen kennt und der mich verändert, der mich prägt und transformiert, kann ich dann wieder aufstehen und für Jesus in dieser Welt kämpfen. Und immer weiter kämpfen. Dass ich quasi rausgehe und anfange, für ihn zu kämpfen. Und währenddessen ich kämpfe, komme ich dann immer wieder zurück und knie mich wieder hin. Knie mich wieder vor Jesus hin. Dass wir quasi unser Herz das zulassen, dass Jesus unser Herz neu ausrichten und verändern darf. Und ich glaube, es ist einfach ein Zyklus, in dem wir uns immer wieder vor Jesus hinknien und immer wieder aufstehen und rausgehen. Immer wieder uns hinknien und dann wieder rausgehen. Und deswegen für diese nächste Woche wünsche ich mir für euch, dass du einfach anfängst, dich vor Jesus wieder hinzuknien, zu sagen, Jesus, ich gebe mich wieder hin. Ich gebe mich komplett und ganz hin. Ich gebe dir mich. Und dann lass uns wieder aufstehen und der Welt von Jesus erzählen. Ich wünsche euch eine mega schöne Woche, dass du einfach ganz nah bei Jesus bist und dass du ihn einfach übers krass kennenlernst in diesen nächsten Wochen, wo wir vielleicht Hausverbot oder in der Quarantäne sitzen müssen. Ich wünsche euch eine mega schöne Zeit mit Gott und dass er euch einfach begegnen darf. Amen. Vielen lieben Dank für deine gute Predigt, Tristan. Echt gut. Und die Frage ist jetzt, die wir uns stellen als Stadtlicht, okay, wie geht's jetzt weiter? Genauso wie wir schon wissen, Kirche ist kein Gebäude und ist auch kein Gottesdienst. Und von daher werden wir euch in den nächsten Tagen und Wochen einfach übelst viele Ermutigungen und Inputs und sowas zuschicken und werden euch auf dem Laufenden halten. Das heißt, wenn du alles miterleben willst, dann schau auf unsere Social-Media-Kanälen, auf unsere YouTube-Seite, auf unsere Webseite und auch in der Stadtlichtpost. Und wenn du alle möglichen Infos bekommen willst, dann melde dich für die Stadtlichtpost an auf unserer Webseite.
Okay, vielen Dank. Genau, und wir werden uns hier in dem, zum Gottesdienst wieder am 29.03. 16 Uhr auf unserem YouTube-Kanal wiedersehen. Also das heißt, schalt ein, sei wieder live mit dabei. Und zum Abschluss würden wir einfach gerne noch für dich beten wollen. Genau, Gott, wir danken dir so sehr, dass du ein guter Gott bist, dass du gute Pläne mit uns hast und dass du übers Gutes mit uns vorhast. Und Gott, ich segne einfach die Menschen, die das angehört haben, das angeschaut haben, mit Mut, mit Hoffnung, mit Ermutigung, weil wir wissen, dass du ein guter Gott bist. Gott, ich danke dir einfach, dass du uns liebst, dass du mit uns Beziehung leben willst. Ich danke dir einfach. In deinem heiligen Namen. Amen. Sei einfach Hoffnungsträger für diese Stadt, für die Welt und für dein Umfeld. Amen.